Könntest du bitte die Waffe ziehen? Die Waffe! Warum zieht er sie? Warum zieht er die Waffe nicht? Jetzt zieht er. Out of Internet? Was ist? What? Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Medic? Mein Stream war kurz weg. Off? Okay. Mir wurde nicht mal verworfene Frames oder sowas. Ist natürlich blöd. Aber gut, wenn ich wieder da bin, ist ja... öfters hintereinander? Ja, weil also bei mir wird es online angezeigt. Auch wenn ich unten... Okay. Bei mir wurde unten, ich habe ja hier unten in dem Dashboard, habe ich so eine Übersicht mit der Übertragungsrate und bla bla bla. Und da ist eigentlich eine konstante Linie von... Oh nein, was ist passiert? Komm, oh. Könntest du die Waffe bitte wegtragen? Waffe wegstecken. Danke. So, jetzt haben wir alle Bürger. Heißt, wir können uns Informantenherausforderung Dachrennen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ah, was ist denn los mit mir heute? Da drüben ist der Informant. Da werde ich wahrscheinlich sicherlich irgendwo runterfallen. Friede sei mit euch, Altair. Mich dünkt, ihr seid auf der Suche nach Informationen, die euch gegen Tamir helfen werden. Ich kann euch nicht helfen, aber bei ihr vielleicht. Er sollte nicht weit von hier sein. Wo lang? Komm mal schneller. Oh, Fähnchen. Was tut dieser Mann? Nein, lass dich fallen. Könntest du da? Dann. Nein! Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Liebe Leute, kommt und schaut meine Waren. Ihr werdet es nicht bemerken. Wussten? Ach komm schon. Da. Oman hat euch entsandt, wie? Eine interessante Wahl, aber nicht meine Entscheidung. Der Rafik bat mich, den Zug zu überwachen, den Tamir sein eigen nennt. Und ich fand Folgendes heraus. Es gibt eine Gruppe Unruhestifter, die sich am südöstlichen Ausgang herumtreibt. Sie sind mit den Wachen verfeindet. Verdient euch ihre Freundschaft und sie werden euch sicherlich helfen. Okay.
Jetzt könnte ich theoretisch ins Büro zurück, aber das wäre ja blöd. Das wäre ja blöd. Belauschen. Interessiert ihr euch vielleicht hier? Er wird sich verletzen. Ich habe aber noch fahren lassen. Nicht so ein Narr. Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder, beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Ach, die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Die Balken über dem zentralen Hof sind zugänglich. Okay. Taschendiebstahl, Tasche. Ach, Dämine. Wir sind aber hier, dann nehmen wir mal Informanten, Herausforderung, Eskorte. Eskorte hört sich nicht gut an. Warum behelligt ihr mich? Was denkt dieser Mann sich denn? Hat er seinen Verstand verloren? Na, zu weit. Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, das Gesicht ihm nicht gut. Kommt, Leute! Kommt und seht meine Auslagen! Seltsam. Nein, 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 nein. Willkommen. Ihr sowas schon ich habe alles, was ihr braucht. Nicht. Ja, das sieht man auch nur bei mir und nur im Zirkus Maximus Kuna, Hörnchen. Hä? Wo? Ist der auf dem Dach oben? Ne, hat hier geht's auch lang. Da steht er. Versteckt. Alter, ihr, ich brauche eure Hilfe. Ich habe etwas von Tamirs Männern gestohlen und nun verfolgen sie mich. Bitte beschützt mich und ich werde mit euch teilen. Okay. Vor wem muss ich denn beschützen? Dem Wachen scheint ja komplett egal zu sein. Geh mal weg da. Platz machen, wichtige Person, Platz machen. Entschuldigung für... Na toll. Einfach weiterlaufen, hier ist nichts passiert, hier gibt es nichts zu sehen außer ein paar schreienden Mädchen. Wahrscheinlich muss ich jetzt noch die zwei Torwachen da töten. Jetzt sind wir in Sicherheit. Okay. Von nun an schaffe ich es alleine. Nehmt dies. Hoffentlich hilft es euch bei eurer Mission. Es scheint eine Einladung zu sein. Und den kann einfach vorbei. Gut. Wir sind in Damaskus gefahren, X. Haben die Bürgermission und die Türme. Und ich mache gerade die Nebenquests, um die Hauptquest freizuschalten. Taschendiebstahl. Und davor wollte ich mich eigentlich drücken. Warum tut er das? Weil ich es kann. Wie oft soll ich das noch sagen? Er lauert. Und meine lieben, netten Zuschauer haben ja beschlossen, dass wir ein 100% dran machen. Deswegen gucke ich auch in jeder Ecke. Ob ich irgendwo ein Fähnchen entdecke. Hüpf doch.
So, Taschendiebstahl, wo muss ich wieder? Ihr seht aus, als würdet ihr etwas suchen. Komm, bei mir findet ihr es sicher. Ah. So ein komischer Kauf. Egal wie. Ja, ist es noch. Ist noch das erste Attentat. Ich bin etwas langsam, Entschuldigung. Taschendiebstahl, wo? Es muss etwas geschehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand anderes es bemerkt. Sagt es ihm. Es liegt in seinem Interesse, den Zug abzusichern. Er hat keine Zeit. Er ist mit seinem neuen Auftrag beschäftigt. Und die Wachen? Da war ich schon. Die krümmen keinen Finger, wenn er nicht den Befehl dazu gibt. Also was wollt ihr tun? Ich gehe zu Abul Nukut. Dem Händlerkönig? Der empfängt euch nicht. Das muss er nicht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, der alles erklärt. So kann er es nachlesen und selbst entscheiden. Okay. Na. Warum muss der sich genau in dem Moment rumdrehen? Falsche Richtung. Warum muss der sich genau in dem Moment rumdrehen, wo ich bei ihm bin? Ja. Eine Feder. Wie närrisch. Wie närrisch. Die Federn sind die Hauptmission, oder? Gut. Fähnchen. Ich dachte, der würde da jetzt schön gemütlich los stehen bleiben noch. Nein. Okay. Jetzt geht er da ein Stückchen hin. Schaut sich nochmal um. Nein, 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 nicht zu mir. Nein, 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 nein. Boah! Der darf mich also nicht sehen. Federn sind die in... Okay. Eine noch. Von 500, 600. Nicht übel. Also, da durfte ich nicht stehen, da durfte ich nicht stehen. Wo darf ich denn stehen, bitteschön? Seltsam. Warum tut er das? Das merkt er dann, aber sieht mich nicht mehr. Das ist okay. Gut, Karte des Suku, die zeigt, wo Nachricht war zu schnell weg. Da muss ich genau das dann umdrehen, weil ich ein Nob bin. Ja, das kommt da dazu, aber ja. Man muss es Nobs nicht immer so schwer machen. So. Hallo, hab dich bestohlen. Tschüss. Was macht er denn? Soll etwas ins Auge gefallen? Pfändchen. Aber wie gesagt, bis auf die Tatsache, dass er ab und zu mal etwas ins Auge gefallen? Daneben springt, komme ich eigentlich bisher, muss ich sagen, mit Maus und Tastatur als Steuerung sehr gut zurecht. Bürger, hört mich an!
Ja, es hat auch bloß bis gestern Nacht um 1 Uhr gedauert, bis der Rechner installiert war. Mach klar! Und wie geht es dir, Nils? Bist du gut in die Woche, aus der Woche durch? Nochmal zurückspulen. Bist du gut durch die Woche vor uns gekommen? Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Bin ich an dem vorbeigelaufen? Hä? Boah! Ich renn mal weg. Ist der verrückt? Nein, ich bin auf der Flucht. Mann! Endlich Wochenende, genau. Endlich Wochenende. Und nur noch ein paar Wochen. So, Versuch Nummer Duo. So, wir wissen, der läuft da lang, also kommen wir von der Seite. Ja, ja, ja. Bin gerannt, Entschuldigung. Ihr seid ein weiser Mann. Deshalb kommt ihr auch bei mir. Habt ihr genug von schlechten Waren? Kommt und zählt meine Auslagen. Alles ist neu. Alles zu meinem Mann. Keine Besten reisen. So, B, du drehst dich jetzt nochmal um. Sieht aus, als würdet ihr etwas suchen. Komm, bei mir findet ihr es nicht. Und da haben wir das Brief, der aussagt, dass Tamir eine große Lieferung plant. Lesen. Sehr schön. Das mit den Sehenswürdigkeiten haben sie erst in folgenden Teilen eingeführt. Also dass, wenn ein Gebäude unbekannt ist, dass da eine Info dazu gab, das war erst in den späteren Teilen. So, jetzt können wir eigentlich bloß noch zurück ins Büro. Da klappt das Julia. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Nie. Mal Spaß mal. Und hüpf. Und hüpf. Hier findet ihr alles, was ihr begehrt. Boah. Weil die Kurvenlage ist manchmal schon etwas, wo ich sagen muss, da müsste man noch ein bisschen Feintuning machen. Und weil wahrscheinlich gleich wieder Palaver kommen wird, kurz Cam weg. So. Altair, willkommen, willkommen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sagt mir erst, was ihr wisst. Tamir kontrolliert den Suq al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suq al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen.
lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Danke. Was mir gerade auffällt, irgendwie waren da noch zwei weiße Balken nicht ausgefüllt. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Habe ich die jetzt übersehen, oder? Oh ne. Attentatziel Nummer 1. Tamir ist im Suk mit der Vorbereitung einer großen Waffenlösung beschäftigt. Das ist der richtige Zeitpunkt, um mir den Text wegzunehmen. Hüpf, hüpf. Und nie ganz, ja, das ist bei, das habe ich schon so das Gefühl, bei vielen Ubisoft-Titeln ist die Steuerung immer etwas. Ach, das ist die Stelle, wo ich vorhin schon geschaltet bin. So, jetzt ist bloß die Frage, wie machen wir den am erstmal die Wache da tot. Geht schnell! Ach Scheiße, das hab ich gesehen. Ihr habt nicht zu versuchen! Könntest du bitte. Genau, ihr seid ein Weiser. Gell. War da nicht noch eine andere? Ach da. Ich wusste doch, dass das mit Rausspringen funktioniert. Der wollte vorher bloß nicht. Puh. Attentat. Wo steht er denn? Gibt's im ersten Teil nicht, dann war das. Okay. Ist das Rote da meine Zielperson? Hallo? Hallo? Sequenz. Mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir! Ich wollte euch nicht beleidigen! Dann haltet eure Zunge im Zaum! Nein! Halt ein! Einhalten! Ich habe gerade erst begonnen! Nein! Haltet ein! Okay, der hat Sterben verdient. Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern
und wagt es, mich herauszufordern? Ja! Nein. Lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Gut, der hat das Sterben definitiv verdient, aber wie kommt ich jetzt an den Rang? Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Ja, gib. Meine Familie ist groß und wird im Sterben. Einfach stimmen! Wo habt ihr euer Handwerk erlernt? Wie kriegt man die los? Bitte, nur ein paar. Ich bin schon mit ganz anderen. Ich hab doch die. Ich habe das Messer ausgewählt für One-Stich. Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle allein. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Geh zurück ins Büro. Leertaste, jawohl. Könntest du bitte. Könntest du bitte machen, was ich hier sage? Ich hätte gern, dass du. Genau. Dann. Oh, jetzt klingelt's. Natürlich. Pizza ist da. Eine Sekunde. Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern. Das ist reine Zeitverschwendung. Das ist ein Phantom. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Ja, ich habe vor, alle zu treffen. Entschuldigung für diese bescheidene Timing. Ich habe auch schon einen Haufen gekauft. Der einzige Teil, den ich noch nicht gekauft habe, ist der neueste. Könntest du bitte rennen? Nein, renn doch. Oh!
Leichen können Sie Ihre Gegner ablenken. Also auch die DLCs und so weiter werde ich alle spielen. Nur bei... Renn doch! Ich möchte, dass du rennst. Quer durch die Stadt, das war klar. Lauf doch einfach mal weg. Genau da, ja. Lauf doch einfach mal weg. Hä? Okay. Also auch die DLCs und so weiter werde ich nicht. Das war jetzt nicht ganz im Sinne des Erfinders. Helft mir mal, helft mir mal, helft mir mal, Jungs. Danke. Da hoch. Schnell, komm, renn schon. Bin da, ich hab's erledigt. Ich hab alles erledigt. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Alter ihr. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Alter ihr. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Nachdem wir jetzt diese Erinnerung fertig haben, nein, Shizuka, ich werde nicht aufhören. Okay. Was passiert da? Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrman besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Okay. Darf ich jetzt kurz, bevor ich mit der netten Dame rede? Danke. Wenn es euch nichts ausmacht, dass ich nebenbei esse, weil ich habe heute außer Frühstück noch nichts zum Essen gehabt, also ich muss irgendwas essen, würde ich weiter streamen. Nicht bis morgens um früh, weil ich habe um 1 ein Handballspiel. Ja, eigentlich um 14:40, also irgendwann so um... Sollte dann schon Schluss sein, aber ja... Ich werde noch weiter streamen. Und warum musst du heute lange aufbleiben, Shizuka, wenn man fragen darf? Und ich hole mir jetzt kurz das Essen, was ich jetzt draußen stehen habe hier. Matura-Ball. Was ist ein Matura-Ball? Das muss ich mir jetzt mal erklären. Dass da abends, okay, das ist ein Schlafrund. Okay, verstehe, verstehe. Aber wie gesagt, also durchmachen wird man nicht, auch wenn ich es wahrscheinlich könnte, weil ich habe Handballspiel um 14:40, aber wir werden weiterspielen. Wenn es euch nicht stört, dass ich nebenbei was esse, ich muss was essen. Also ich hole jetzt schön das Essen rein und dann schreibt ihr mir in der Zwischenzeit, ob ich die Cam dabei ausmachen soll oder ob das euch egal ist.
Ah, Abitur, okay. Kann das dumme Mikro mal gerade bleiben, bitte? Ist aber nicht deiner, oder? Das ist von Freunden dann oder. Was ich noch mal probiere, das Noise geht ein bisschen. Wir hören, weil ihr hört ja gerade momentan jeden Mausklick. Aber jetzt sollte es eigentlich gehen und ihr mich noch rechtzeitig reden hören, ja. Ihr müsst mich ja nicht schmatzen hören. So, Madame. Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine der Gegenwart. Jetzt. Heute. Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut, dann vergessen Sie es. Ich will so einen Blinkekuli. Da macht man so ein also Abitur, da lädt man eine ganze Sippschaft ein und okay. Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor, abgesehen von dieser ganzen Entführungsgeschichte? Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Bekannt für seine Antidepressiva. Auf dem PC dort drüben finden Sie mehr. Aber Sie sagten bereits, dass es nicht um Medizin geht. Was ist es also? Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil erwähnt wird. Ach, Sie kennen die Werbung nicht? Mein Gott, die Gute hat Humor. Entschuldigung, Desmond, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. Mhm. Ich muss mal schön ein Glas holen, habe ich jetzt vergessen. Gute Nacht, Goxy. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Fliegen. Und wir sehen uns dann im Wochenende wahrscheinlich auch mal wieder im Mooshandel. Schauen Sie auf den Punkt, schauen Sie, konzentrieren Sie sich da drauf. Bling. Mir schwant, dass ich jetzt lesen darf. Okay. Re-Stift. Stift. Warren, habe heute wieder Ihren Access-Key-Stift auf dem Parkplatz gefunden. Sie müssen ihn wirklich in der Hosentasche aufbewahren, nicht außen an der Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen, Warren.
Stellen Sie sich vor, die Sicherheitsleute hätten ihn gefunden, dann hätten die mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscodes neu zu programmieren. Lucy. Toll, legen Sie ihn auf meinen Schreibtisch. Kümmern Sie sich weniger um meine Sachen und mehr darum, den Animus ans Laufen zu bringen. Danke. Ich vergaß, dass es viel zum Lesen gibt. Verwaltung, vertrauliche Informationen, allgemeine Erinnerung. Alle Angestellten von Abstergo Industries dürfen nicht über die Firmenpolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. Im Zusammenhang mit den laufenden Gerichtsverfahren möchten wir Sie alle an § 2.15 Ihrer Arbeitsverträge erinnern. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass Abstergo durch die Investition von Zeit, Arbeit und Geldmittel vertrauliche Informationen entwickelt hat und dass diese vertraulichen Informationen Abstergo mit einem erheblichen Wettbewerbsvorteil ausstatten. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung ihrerseits Abstergo irreparablen Schaden zufügen würde, dessen Ausmaß nur schwer zu beziffern wäre. Ein monetärer Ersatz dieser Schadens wäre aber ohnehin nicht ausreichend. Dementsprechend erklären Sie sich einverstanden, dass Abstergo für den Fall einer Vertragsverletzung ihrerseits das Recht erhält, einen Straf- oder Unterlassungsbefehl sowie andere Rechtsmittel, die ein Gericht für angemessen erachten, zu erwirken, zusätzlich zu anderen Maßnahmen zur Bestrafung und Wiedergutmachung, die gegebenenfalls Anwendung finden. Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Personalchef. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Loyalität. Sie sagten eben etwas von Enden wie Layla. Was meinen Sie damit, Lucy? Nichts, zurück an die Arbeit bitte. Es gibt eine Deadline. PS, warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Oben steht doch, von wem sie ist. Ja, das habe ich mir früher auch mal gedacht. Und dann kam ich ins Geschäft lesen und musste drunter schreiben. Mit freundlichen Grüßen. So, Ausgang ist leer. Das hätten wir. Okay. Mom. Kann ich den jetzt hier lesen? Kann ich da drauf zugreifen? Ja. Nein. Gar nicht müde? Sind wir, dass wir uns schlafen legen, dann legen wir uns schlafen. Was? Kann nicht reden, hab zu tun. Okay. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Der nächste Morgen. Kann ich Sie uns wecken? Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Es muss er sein. Und ja, das meinte ich mit der Betonung, was für zusätzliche Bestrafungen da wohl gemeint sein könnten. Zum Beispiel das Fehlen eines Fingers oder sowas. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun,
Wir werden es ihnen sagen. Und wenn sie erst wissen, wie sie ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Ja, sind wir. Ich mag den auch nicht. Allerdings muss ich bitte sagen... zurücklegen. Allerdings erinnert er mich an den Assassinenmeister. Da eine Kapuze drüber und, den Bart ein bisschen länger. Nerven Sie mich nicht und legen Sie sich auf den Animus. Entschuldigung. Ich habe bloß über deine Vorfahren spekuliert. Ist der heute empfindlich. Das haben wir alles. Wir sind bereit. Dann kommt jetzt der Abschnitt. Das sieht dann nach zwei Attentaten aus. Oder nach zwei Stadtabschnitten. Wenn Sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen Sie den. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Altair, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Yippie. Nun geht. Entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Neue Waffe, neue Waffe, neue Waffe, neue Waffe. Rang 2, neue Waffe hat ein Kurzschwert auf 1, neue Fähigkeit und ein Konterkill. Der Konterkill, das war das, auf das ich gehofft habe. Ich kann hier raus, Guten Abend, meine Damen. Hallo. War mir fast klar, dass hier hinten ein Fähnchen ist. Ist hier sonst noch irgendwas von Interesse, außer dass es da runter geht? Na komm, lauf zu. Na. Fällt der Name nicht ein. Wahrscheinlich da oben. Wie komme ich da hoch? Yippie! Entschuldigung, Entschuldigung. Da hinten sind Scherben, die sollten sie mal aufräumen. Das muss geschmeckt sein. Was macht er?
Ich tippe auch mal. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Drück- und Haltetaste 1. Drücken Sie 1, wenn Ihr Gegner stirbt. Okay. Prächtig. Das Werk eines Meisters. Noch einmal draufhauen und dann... Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Warum ich gerade so kritisch geguckt habe? Meine Pizzabrötchen haben sich vor Hitze durch das Styropor durchgefressen. Ich weiß nicht, ob ich das Pizzabrötchen noch essen soll. Das ist etwas... Naja. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Wenn ein Haufen ist, gibt es da oben sicherlich einen Treusprung. Bloß, wie komme ich da hin? Konzentriert euch auf euer Ziel. Lasst euch nicht ablenken. Gott erbarme dich, er ist verrückt. Beziehungsweise, ich wette mal, das ist hier oben. Aha. Dann was halt bringt so. Ihn dazu, das zu tun? Das frage ich mich manchmal auch. Kann ich da hochklettern? Dass da hinten wahrscheinlich auch noch irgendwo Fähnchen sind. Nee, geradeaus. Was macht er gern an den Türen? So ein Narr! Was tut dieser Narr denn? Der verdammte Narr hat doch den Verstand verloren. Der flieht doch vor etwas. Ist er auf der Flucht? Ich kenne den Pizzaladen, das werde ich dem Chef mal in Ruhe sagen. Hey, kauf dir mal andere Dinger. Hat's da auch noch eins? Ich sehe jetzt hier zwar keins, aber ich wette, da drüben ist eins. Ich wette jetzt einfach mal. Weil die ganzen Fahnen sind ja erst aufgetaucht, nachdem die Map neu geladen war. Trollhaufen. Okay. Also müsste ich da auch hochkommen, dann werden da wahrscheinlich auch ein paar Fahnen oben sein. Gucken wir jetzt einfach mal geschwind, ob wir die Fahnen finden. Falls da welche sein sollen. Ich weiß es ja nicht. Wie gesagt, da zieht er sich mit dem kleinen Finger hoch, aber unten ins Wasser, dann ist er tot. Wasser mag er nicht. Und wir sind umsonst hier hochgelaufen. Hier ist tatsächlich keine Fahne. Na toll, wie komme ich jetzt hier runter? Willst du mich verarschen? Wie komme ich jetzt hier fallen lassen? So geht's natürlich auch und schneller. Du sollst da nicht hochlaufen. Ist. Fallen lassen. Geht doch.
Hallo Killing, ich mache jetzt bloß meine morgendliche Sport. Nicht mal. Ich mache bloß die Sportübung. Aber wo sollen hier noch. Wie viel müssten es jetzt noch sein? 13? Die können doch bloß im Schloss sein, oder? Das ist bloß mal ein Frühsport. Wovor flieht er nur? Ich hab's bloß eilig. Da ist eine Fahne, da ist eine Fahne, da ist eine Fahne, da ist eine Fahne. Am Vorsprung festhalten, das heißt also, oh Mann. Aber mit welcher Taste? Mit welcher Taste mache ich das? Anlassen? Muss ich vielleicht mal, wenn ich am höheren Gebäude bin, ausprobieren. So, Hattie, los geht's. Und Sprung. Gibt es in dem Teil auch unnormal dieselbe Taste? Dann muss ich mal gedrückt halten. Vielleicht dann. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern. Das ist jetzt rückgeschickt. Oder? Nö, geht. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich jetzt im Stream essen muss, aber. Hört. Ich hatte heute einfach noch nichts. Kann ich schon mal wieder aussteigen? Ja. Danke, Novia. Wo sollen wir eigentlich hin? Nach Akon oder Jerusalem? Warum nicht? Also nicht nach Damaskus zurück, sondern entweder hier nach Akon oder nach Jerusalem. Wo sollen wir hin? Ich würde ja nach Akon jetzt erstmal vorschlagen. Dann haben wir einen schönen Bogen.
Aber dann nehme ich diesmal diesen Aussichtspunkt hier mit. Entschuldigung, meine Manieren, Entschuldigung. Kannst du das Schwertchen wieder weglegen oder willst du damit jetzt rumrennen? Tötet ihn! Ah. Ihr werdet mir nicht entkommen! Finden! Gut. Bleib doch einfach liegen. Bin jetzt mal gespannt, ob die dann auch wirklich alle tot sind oder ob die wiederbelebt worden sind. An dem bin ich ja letztes Mal schon vorbeigeritten. Das wollte ich nicht. Muss ich ihn dann lang? Muss ich? Ach nee, ich muss an denen vorbei und dann mich. Okay. Da ist ein Fähnchen. Geber Kafir! Du entkommst mir nicht! Weg mit dir! Ihr werdet mir nicht entkommen! Ach! Kime boyun eğmek istiyorsun? Ja, ja, komm her. Papp. Schubke mich einfach in der Gegend umeinander. Nein. Hör doch mal auf rumzuschucken hier. Oh. Jetzt wird's eng. Komm. Na, au.
Wehe, die kommen wieder. Wehe, die respawnen. Das sind sogar zwei Fähnchen. Hat er jetzt die zweite genommen oder nicht? Ah, okay. Entschuldigung, Kapi. Entschuldigung, Madame. Entschuldigung, Entschuldigung. Bin ich hier richtig? Ja, da bin ich richtig. Okay. Hoffentlich lohnt sich der Weg nach da oben auch. Das arme Pferdchen zu treiben. Da ist einfach ein Fähnchen ohne irgendwas, das ist auch schön. Dann soll die Tiere ja mal wieder etwas austauschen. Wo zum... weg von dem Pferd. Lass die Löwen kommen! Oh. Könntest du? Na, hab Gnade. Immer bei den Finden. Du bleibst da. Oder hätte ich Gnade zeigen müssen? Jetzt ist es spät. Er sieht uns nicht. Sind die echt alles so einfach? Dummer Ritter. Da hoch. Was? Da. Oh, ein Fähnchen. Wir haben fast 10% von denen waren. Neues sehen wir nicht und wir sehen auch das. Also ich bin jetzt schon in Versuchung, den Rückweg zu machen, damit wir den Turm hier einfach haben. Ich werde mich hier sowieso verreiten. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Vorsprung! Ja, ganz ruhig. Okay. Passen sich die Gegner von der Stärke eigentlich an, im Sinne von, wenn ich im Level steige, wird derselbe Gegner etwas schwieriger zu killen sein als vorher? Oder gibt es einfach im Laufe der Zeit stärkere Gegner? Also ist es Elder Scroll-like oder ist es... Oh, Fähnchen.
oder Gothic-like. Und da haben wir die 10%. Eine Möglichkeit. Warum bin ich hierhin, wenn da drüben das finden? Schaut in das Licht, Rudi, schaut in das Licht, ihr werdet gleich nicht mehr wissen, was gerade eben passiert ist. Ups. Was denkt diese Mann? Nichts. Du springst mir einfach da. Oh, warum springst du? Warum? In Ruhe ziehen, in Ruhe ziehen. Okay. 11. Wenn ich hier einen Treusprung machen kann, dann... Oh, Fähnchen geradeaus. Es ist schon angenehm, seitdem die Strohhaufen keine Steine mehr beinhalten. Das andere war da, okay. Mehr muss ich an was... was? Wie? Was? Da komme ich jetzt gerade nicht mit. Sehe ich hier noch irgendwo ein Fähnchen? Ansonsten würde ich nämlich jetzt sagen, geht's. Geht's mal weiter Richtung Arkon. Wie heißt es? Arkon. Ja. Nächstes Hotelhü. Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor, meine Damen. Nehmen wir doch halt den da direkt. Ah, jetzt. Ah, Entschuldigung, jetzt. Ich hab mir, glaube ich, selber geblitzt, Dings. Und hatte sozusagen einen geistigen Hänger. Zum Henke reite ich hier lang. Okay. Was denn? Warum sieht der anders aus als die anderen Ritter? Gibt es hier auch noch unterschiedliche Ritter? Der ist aber genauso dumm. Erst 5? War das echt erst 5?
so viele neue Leute, genau. What the? Wollt ihr mich verarschen? Nein, ihr wollt mich nicht verarschen. Da ist ein Fähnchen. Ihr wollt mich verarschen. Ich gehe mal Anlauf holen. Ja! Ja! Oh. Ja! Ja! Komm, die Katze! So, nochmal. Hier liegt die. Boah, die Steuerung. Jetzt wird es gerade ein bisschen fischig. Jetzt geradeaus und jump. Okay. Jetzt bleibst du hier, Hotü. Danke. Und ich gehe mir mal um die Lippen. Der schießt ja mit Pfeilen hoch. Ach, Wurfmesser habe ich noch gar nicht. Scheiße. Tschüss. Ich hinterher fliegen. Wow. Ging der gerade in Zeitdruck bei mir ein Fall vorbei? Autsch! Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Wo bin ich? Ich war doch gerade noch da unten. Hau ab, Bauer! Ne reste Palast! Justine, Heide! Was geht? Ich bin da unglücklich immun dagegen! Warum nimmst du wieder 3? Pferd kann mehr und ich war da oben und der hat respawned. Hat er respawned, weil ich gestorben bin, oder respawned die und ich mache das hier alles umsonst? War doch noch ein Fähnchen. Na gut, das ist. Lass sie nicht entkommen! Oh, hier sind wir ein paar zu viel. Beziehungsweise, wo wollte ich denn eigentlich hin? Ich will ja gar nicht in die richtige Wehr in die Ohren. Wie komme ich da jetzt wieder? Pferdchen, pfeif! Hört auf mich zu schießen! Sag's euch! Da ist noch ein Fähnchen, ich muss da rüber. Ich will das Fähnchen, ich will das Fähnchen. Oh, sogar eine Leiter. Das ist sympathisch von den Herren. Thank you.
Das ist jetzt ein Science Fiction, wo da irgendjemand schreien kann, jemand diesen scheiß Alarm ausmachen. Schaffe ich das auch so darüber? Jolo! Nein. Er verfeigert sich. Er will nicht. Und da drüben ist er noch. Okay. Hat tatsächlich funktioniert. Nein, das kann nicht sein. Ja. Tschüss. Ich wollte bloß das Fähnchen. Ach, guck mal, was hier ist. Augen auf im Straßenverkehr. Ich hätte trotzdem gerne ein Pferd. Ich möchte jetzt nicht nach da hinten laufen müssen, überall. Ach, das ist nochmal zwei. Bling, 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 bling ist ja gut. Hier endet dein Leben! Und wir werden niemals vergeben, denn dich deinem Götter! Ein Pferd! Ein Königreich für ein Pferd, danke. Königreich darfst du aussuchen. Pferd ist meins. Hüpf. Wir sind immerhin schon bei 17. Ich sehe es schon. Ich werde die ganze Map einmal komplett durchqueren müssen oder zweimal durchqueren müssen, um die letzte zu finden. Da ist eine Fahne und da ist eine Fahne und da ist auch noch ein Fähnchen. Das ist normal, okay. Was ist denn das für ein Trollsprung? Yippie! Hallo Pferd. Hä? Hä? Hört doch hier von oben da. Oh, da wäre ich sicherlich vorbeigeritten, zwei, dreimal, wenn ich das jetzt gerade nicht gesehen hätte. Oh. Das andere war da. Oh. Ja. Tag-Nacht-Wechsel gibt es in dem Spiel nicht, oder? Fällt mir gerade mal so auf. Beachtet mich gar nicht, ich bin gar nicht da. Tötet den Assassinen! Damit kommt ihr nicht davon! Könntest du bitte voll ins Hochlaufen? Hat es dir ein Mörder in der Nähe? Wir reiten mal weiter. Gucken aber natürlich unterwegs. Gibt falsche Richtung. Mist. Wir wollen ja nach da. Ja, das passt.
noch ein Fähnchen. Oh, die sind schon. Gibt's da? Da gibt ja doch gerade. Da gibt's Maps für, um zu sehen, wo. Ich sehe mich schon die Maps ausdrucken und dann mit Bleistift abkreuzen. An der Stelle war ich. Da ist keine Fahne mehr. Was? Komm zurück! Au! Denk nur, ich gebe so schnell auf hier! Herr hier drüben! Du gehörst hier! Sirmem, ja, nachdem andere Zuschauer gebeten hatten, also Kajalein und Shizuka und Manic und eigentlich alle. Falsche Taste gedrückt. Ja. Ach, shit. Danke. Es kommen danach auf jeden Fall die anderen Teile. Also ich möchte dann schon die anderen Teile auch noch spielen. Es gibt, glaube ich, waren es nicht 60 Templer sogar? Aber mit den Flaggen könntest du ungefähr hinkommen, ja. Geben die auch irgendwann mal auf. Eindeutig Franzosen. Da war ich da aus? Warum war ich da aus? Er denkt, er kann uns besiegen. Mit mir, du Narr! Du kannst nicht mehr! Gegen uns kämpfen? Guter Gott! Bringt mich nicht zum Lachen! Auf alle! Also genauso wie ich. Oh. Entschuldigung, ich muss mich kurz konzentrieren. Okay, ich werde gleich desuchen, weil die sind irgendwie. Wo ich dich wiedersehe, bist du ein toter Mann. Ah, schlimm. Weil wie gesagt, sie haben mir jetzt. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat. Ja, und man kann es ja trotzdem versuchen. Ist halt wieder kein Hotü. Also ich will es auf jeden Fall versuchen. Haltet den Assassinen! Lass dir mich abschütteln zu können! Ich will mir nicht anschauen. Ja! Ja, ja, habe ich schon. Habe ich gerade eben zwei, dreimal falsch eingesetzt. Und komm, geh drauf. Perfekt. Und diesmal langsam an der Gruppe vorbei. Er ist ein toter Mann! Sich erneut hier zeigt. Ja.
Also ich setze die eigentlich auch immer am liebsten ein. Bloß das Timing muss dann halt fast perfekt passen. Okay, das passt, das ist die richtige Richtung. Okay, ein Militärlager. Witzig fand ich den Bug mit, also den hatte ich jetzt, dass die Trollhaufen, oh, eine Fahne. Dass die Trollhaufen Steine waren, weil ich nicht V-Sync eingeschalten hatte. Also ich bin auf die Steine gesprungen und bin aufgeschlagen, als wäre es Boden. Auf den Strohhaufen. Ja, du musst im Prinzip in dem Moment, wo er ausholt, musst du richtig drücken. Und wenn du jetzt früh oder spät drückst, dann ist deine Deckung offen. Oh, ich befürchte, da drüben sind ein Haufen Fahnen. Egal. Wir müssen da lang. Passt. Yippie! Dotz. Könntest du aufsteigen? Danke. Geronimo! Ja, das ist hier. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf. Und entschuldige, dass ich nebenbei im Stream esse, ist meine normalerweise nicht. Manic hier im Stream war so nett und hat es für mich gegoogelt. Ich hatte noch irgendwas im Hinterkopf, dass es irgendwas in der Richtung mal gab. Ich wusste bloß nicht mehr, dass es mit dem Spiel zu tun hatte. Bei zwei mein Schiff oder hier bei dem Teil? Ich habe bis jetzt noch keine Lecks gehabt. Okay, wir sind bei der nächsten Stadt. Jetzt müssen wir so einen Weg reinfinden. Was ich sagen wollte, entschuldige, dass ich nebenbei im Stream esse. Ich bin heute außer zum Frühstück noch zu nichts gekommen. Und Shizuka wollte unbedingt, dass ich weiter. Nein, ich wollte auch weiter streamen. Deswegen erlaube ich mir heute etwas nebenbei zu essen. Okay, zu den Belagerungsdingern dürfen wir nicht. Ach, wir müssen den Menschen helfen. Und dann haben wir hier gleich den ersten Aussichtspunkt und wieder drei Distrikte. Ja. Haltet ein, bitte! Ihr tut mir weh! Wirst du still sein? Niemand wird dir helfen! Nein, bitte! Tut mir weh! Haltet euch fern! Du wirst bluten! Ja, das war zu spät. Das meinte ich. Tick zu spät und es war dann die Deckung auf. Ansonsten hat man so eine schöne Kombi. War es nicht zeitweise sogar so? Guckt und schuldig. Hm. Vor allem ist Kaya und Shizuka sind überhaupt nicht dran schuld, dass ich nur 100% dran machen soll. Manche stören sich dran, deswegen entschuldige ich mich einfach. Danke, mein Junge.
Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein Wahrheld benimmt. Ein Mönch, der Söhne hat. Wer kann sowas getan haben? Ob das nicht mal ein Übersetzungsfehler war. Wer ist dafür verantwortlich? Wer hat diese Person umgebracht? Läuft mir das Pferd echt hinterher? Ah, okay. Was ich fragen wollte, gab es am Anfang nicht sogar einen Bug, dass wenn man diese Killcam hat, einen die anderen Gegner trotzdem noch angegriffen haben? Was für ein Orden ist denn das eigentlich? Das ist nicht der Tempelorden, oder? Mit dem weißen Kreuz. War es der deutsche Ritterorden? Nee, die haben ein schwarzes Kreuz gehabt. Geh weg. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Wie bekommt man denn los? Gib mir doch ein bisschen Geld. Schlagen? Ein paar Münzen. Törichter alter Mann. Oder einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Okay. Ich brauche Hilfe. Hast du noch nicht genug gejammert? Du kannst wohl nichts anderes. Ich hab doch nichts getan. Warum tut ihr das nur? Du bist kein Mönch. Dein Gott hat dich verlassen. Ist im Englischen der gleiche Dialog, okay. Ja, was heißt historischer Fehler? Also du meinst, ja. Zutritt verboten! Hinfort mit euch! Ich brauche Hilfe! Ich wollte bloß den Typ da oben los haben. Kommt, Georg. Ihr könnt mir nicht entkommen! Euch hol ich mir! Was ist geschehen? Bringt ihn zur Strecke! Aus ist Punkt im Abendviertel, okay. Ach du. Dann gehen wir hier so lang und so und so und so. Ah, okay. Oh, oh! Damit kommt ihr nicht davon! Sage niemals eine Schlacht, die du nicht gewinnen kannst. Aua. So, haben wir sie jetzt? Ja. Das heißt, ich kann mich jetzt hier hinten um den Bürger in Not kümmern. Seltsam, so ein Verhecken habe ich noch nie gesehen. Ach, das waren die. Okay. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein Wahrheld benimmt. Historisch richtig müsste er von seinen Brüdern reden. Okay, das sind die, wo mich dann theoretisch auch wieder rausbringen. Okay. Gehen wir einfach mal hier in der Mauer entlang. Und ich weiß sowieso schon, dass es hier wieder neue Fahnen.
Hospitaliter. Orden ist das. Okay. Waren es auch 100? Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Fahne. Gib mir doch ein bisschen Geld. Nein, bitte gib nicht einfach nur ein paar Münzen. Schnauze da unten. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Boah, gibt's hier so viele Bettler? Und da haben wir den Trollpunkt direkt mit der Wache. Ist an jedem Turm eine. Und tschüss. Ach du Sch... Okay. Ich bin besonders gut in Jump'n'Runs. Das ist mein Haupt... Also da bin ich eigentlich Vollprofi und so. Nicht. Zwei von elf. Da schon Kathedralen gebaut im Mittleren Osten damals, also Stadtmauern und so weiter, weiß ich, aber so größere Burgen auch schon ohne Fahne. Ach ja. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Mission und hier war Bürger. Tut mir leid, ich möchte erstmal die Fahne da. Wie soll ich denn da hinkommen? Okay. Und wie komme ich da jetzt wieder zurück? Okay. Alles kein Problem. Da hinten habe ich gesagt, habe ich eine Fahne gesehen, aber die ist noch außerhalb meiner Reichweite. Da ist Mama. Da darf ich noch nicht hin. Trollsprung! Du dreckiger Dieb! Dafür hacke ich dir die Hände ab! Warum würde jemand so etwas tun? Habt ihr ein wenig Geld? Was ist euer Begehr? Warum muss ich bei der Hospital abnehmen? Nicht schuppen! Jetzt schuckt der schon wieder. Der Franzose. Die schöne Kill-Animation verdeckt. Wir brauchen immer zwei Schläge. Gott.
Ja, wenigstens uns. Oh, da hole ich jetzt schon aus dem nächsten Level die Leute. Oh, nein. Das ist unfair. Langsam wird das Teil wieder raus. Sage niemals eine Schlacht, die du nicht gewinnen kannst. Da kommt ihr nicht davon. Kisuka, das meint ihr nicht. Das Ganze spielt ja Kreuzzüge. Mittlerer Osten. Ist dann heutzutage Jurese. Oh, ich kann Jurese nicht. Gibt's doch nicht. Mittlerer Osten. Und da waren ja die Kreuzritter, die wo eingefallen sind. Ich weiß, dass sie Städte gegründet haben. Ich weiß, dass sie Festungs- und Burganlagen gebaut haben. Ich weiß aber nicht, ob sie Kirchen gebaut haben. Wobei, wenn man Tempelkirche... Doch, die haben auch Kirchen gebaut, stimmt. Ja. Das war im Prinzip der Hintergrund der Frage. Und warum kann ich nicht Jerusalem aussprechen? Mann. Entschuldigung. Danke, vielmals. Sie sagten nicht, was Sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in Ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Verdammt, wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Was ist hier passiert? Nein, ich bin nicht da. Ich bin dann mal ganz schnell weg. Und wir gehen zu dem Turm. Was tut dieser Mann denn? Ich steige Treppen. Nein. Ach, von den Hospitaler Liebtern. Boah, ich kann meinen Namen. Jetzt plus 33, das ist ja mal schön. Reicht da ein Sprung? Ah, da ist ein Vorbau. Jep, hat gereicht, perfekt. Oh, wollte eigentlich, dass er nach oben springt, nicht da zur... Booster-Trollpunkt. Warum ist der... Geronimo! Geht doch. Ach, bei den Kirchen war es aus Kreuzstellen, gell? Hier einer oder nehmen wir auf, gehen wir erstmal hier. Das ist eine Mission. Kann ich von hier auch schon einen Trollsprung machen? Nö. Und ich muss in die Richtung. Okay. Nein, bitte geht voll von Akon! Hört her! Garnier von Nablus ist ein guter Mann. Da. Manchmal macht er Sprünge, wo ich mir denke, auch das gerade würde. Ich wollte eigentlich, dass er zeitlich geht und nicht da auf die andere Wand hoch springt. Der Bub.
sieht schon schäbig aus hier. Aber da hat mir das arabische Abendviertel schon besser gefallen. Also. Gut, gehen wir halt so da. Da ist sicherlich einer oben. Frage ist nicht. Heide, dafür wirst du sterben! War jetzt ein bisschen unfair, aber mein Gott. Sieht man da noch irgendwo eine Fansche? Da drüben, auf der Kirche. Wir haben uns von Gott abgewendet. Und so straft er uns. Komme ich da von der Seite ran oder muss ich da an der Kirche hochklettern? Ich wollte eigentlich noch. Mist. Egal. Und mag uns unsere vergangenen Missetaten vergeben. Wir müssen nur darum bitten. Und so sage ich euch: bereut! Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Ja, alles hat einen Grund. In diesem Fall, um euch das Gold von der Kuppel abzukratzen. Beziehungsweise die Fahne zu bekommen. Ist hier die Pest oder warum liegen da so viele Leichen rum? Ja, und ich springe noch rein. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Entschuldigung. Dass ich hier als Assassine nicht auffalle, ist ein bisschen, also dass ich für die Wachen nicht prinzipiell suspekt bin. Haltet ein, bitte. Ihr tut mir weh. Ach, du dreckiger Dieb. Dafür hacke ich dir die Hände ab. Hier ist dein Leben. Natürlich kommt immer einer um die Ecke in dem Moment, wo... Das war jetzt zu viel, das war... Danke euch. Mit Plattner. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Kim, was ist passiert? Und noch ein paar... Was hat denn der für Hut auf? Ich werde alles tun, was ich kann. Ah, okay. Herr, erbarme dich unser. Der Trollturm ist hinter uns. Wo ist denn da ein Turm? Warum tut er das? Will ich das wissen? Eine Sekunde, ich schaue. Also wissen wir die schon, aber... Guter Gott.
Es lädt. Mein Handy hat jetzt mittlerweile auch noch eine Delle. Ich brauche jetzt komplett wirklich ein neues. Ich muss noch um Stunden handeln, bis ich hier das ist ein starker rechter Arm, Shizuka, das ist einfach ein starker rechter Arm. Solange es nicht mit dem Augen ist, ist es ja halbwegs noch erträglich. Aber der hat halt viel im Fitnessstudio, Bizeptraining und so und ja. Ich sehe den. Da sind zwei. Schert euch fort! Du wirst bluten! So, tot. Manchmal gibt es schon Bugs, die... Solche sind wenigstens noch witzig. Wenn es jetzt aber zum Beispiel der Fall wäre, dass du die Leiche irgendwo hintransportieren müsstest, dann wäre der Bug halt fatal. Weil die bekämpfst du ja da wahrscheinlich nicht mehr weg. Ach du Schande, da unten den holen wir uns später, dann gehen wir jetzt da lang. Geh weg da, weg da, weg da, weg da. Entschuldigung. Passiert halt mal. Halt, ich renne in die falsche Richtung. Mal wieder. Na! Oh. Männchen. Vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Behaltet doch ein. Dieb. Männchen. Das wird dich lehren zu stehlen. Stirb, du Dieb. Will mir denn niemand helfen? Also die Synchro, Entschuldigung, die Synchro. Was hab ich denn falsch gemacht? Will mir denn keiner helfen? Du dreckiger Dieb! Dafür hacke ich dir die Hände ab! Haltet ein, ihr tut mir weh! Will mir denn niemand helfen? Halt du das? Oh, die ist mir jetzt gerade echt im Weg sein. Doch, das kann sehr gut sein. Und jetzt bist du... Guck mal, ach nee. Hat er gerade einen Blödenschützer auf mich geschossen? Das ist der da oben, oder? Na warte, dir zeige ich auf weniger Schisch. Wer war das? Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Ja, ist ja gut. Könnte ich bitte weiterlaufen? Danke. So eine Schande. Trollsprung. Ich hab den Typ da oben gesehen. Dass ich da jetzt nicht einfach runterziehen kann. Kommt nicht näher. Hä? Ach du Schande, da ist ja noch einer. Manchmal. Man.
Ich will jetzt zum Beispiel, dass er da rüber geht. Einfach nur da rüber. Auf den Balken. Nö. Er fällt lieber runter. Ich werde doch noch hochkommen. Verdammt, wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Keine Wasser. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Moment. Du bist ein toter Mann! Ihr dürft nicht passieren. Du gehörst mir! Also ist hier ein Mörder in der Nähe. Du wirst mir nicht entfallen! Komm zurück! Nein, keine Gnade, ich möchte keine Bogenschützen haben. Wirklich? Ein Assassine! Tötet ihn! Boah! Also hier nervt gerade die Steuer. Allerdings hat es nicht mit Maus und Tastatur, sondern einfach nur, wie der sich verhält. Also dass er nicht sich hochzieht, dass er nicht nach links oder rechts geht. Zeitverschwendung. Muss ich auch sagen. Ah. Schrei, wie du willst. Es wird nichts ändern. Töricht, alter Mann. Was denkt sich dieser Mann? Das höre ich ja sogar schon. Wie hast du uns eben bezeichnet? Heide? Ich hab doch nichts getan. Warum tut hey, er das nur? Ihr bekannt versucht es. Heide, dafür wirst du bezahlen. Ja, wieder ein Dick zu langsam. Ich bin hier, als du je sein wirst. Wir können den Mönch Heide nennen. Aua, au, au, au. Machen. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und heile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Wer kann sowas getan haben? Ich tippe mal, dass ich den Mönch für irgendwas noch brauche. Ein Mörder läuft frei herum. Kaya, Manik, herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen und hören uns morgen. Träumt was Schönes. Tschüss. Tschü. Okay, ich weiß jetzt schon, für was ich die Mönche brauche. Wann wird er nur mit diesem Unsinn aufhören? Was? Wer hat das getan? Sagt es mir! Und zwar, um da reinzukommen. Das ist hier ein Mörder in der Nähe.
Okay, die machen eine Runde. Ich weiß halt nicht, inwieweit ich mich überhaupt aufhalten dürfen sollte. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier falsch. Ich habe mich irgendwie entfernt, anstatt der ganzen Sache näher zu kommen. Hä? Er sollte besser keinen Ärger stecken. Habt ihr das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's ja gemerkt. Mist. Entschuldige. Guter Herr, ich bin nur ein Acker, Mann. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur, mein Pfad, deine Münzen. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin auch Herr. Hallo. Ach, kurz dem Heiler! Ja, ich bin zumindest in der Hinsicht richtig gewesen, dass man hier nicht jedes Zeichen lassen kann. Och, komm schon. Noch welche. Nö. Aber war ja nicht ein Pferd. Da ist doch das Pferdchen. Danke. Und da ist noch einer, weil da ist der Trollsprung und da kommt noch mal einer. Hallo. Heide, dafür wirst du sterben. Da geht's anscheinend nicht hoch. Genau. Ihr dürft nicht hier. Spring ihm erstmal vor die Nase. Weil wir es können. Aber zumindest hier ist keiner. Bürger in Not, da hätten wir hier noch einen. Wo wir sowieso relativ nah hin müssen. Ah, das springt doch nicht und dann kurz zur Zeit verzögert. Das wird dich lehren zu stehlen. Hilfe! Kann mir denn keiner helfen? Dieb! Habt ihr etwas zu sagen? Das wird dich lehren zu stehlen. Aus dem Weg! Strecke dich nieder! Was heißt da schon wieder einer? Hab ich gerade das da angefangen? Sie sagt nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Lieber Gott, ein Assassine! Och nö!
Auf den Weg! Ich komme näher! Du kannst dich nicht ewig verstecken! War das gerade ein Gesing oder was war das? So, im Prinzip müsste hier auch gleich der nächste Trollturm sein. Ja. Zumindest haben wir plötzlich wieder Musik. Ist ja schon mal etwas. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Nee, der schießt jetzt mit dem Pfeil. Dann gibt's aber Ärger. Zutritt verboten. Geht fort mit euch. Das heißt, hier haben wir den Bürger, nehmen wir mal mit und dann machen wir hier den Bogen. Ich hätte getötet werden können. Von wem? Das wird dich lehren zu stehlen. Ich höre dich doch. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Hilfe! Du hilfst mir doch jemand! Was ist euer Begehr? Du die Shit. Ich glaube, am Anfang war wirklich das Problem, weil die aus dem Nachbarviertel kamen, weil ich dann trotzdem reingekämpft habe. Aber jetzt hast du diese One-Hits. Na gut, bis auf den. Gleich liegen. So. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt ja, nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Ja, ja. Habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Ups, sorry, lasst ihn nicht entkommen! Ihr werdet alle sterben! Lauft ihr mit der Weg? Ey, manchmal stellt es sich an wie der letzte. Warum kann der da nicht hoch? Hier! Erst hier drüben! Natürlich! Also gerade nervt es ein bisschen die Steuerung. Wer oder was sieht mich da gerade? Das kann doch nicht. So, wo müssen wir jetzt hin? Jetzt bis da drüben müsste es sein, ja. Gibt es die Owl Farm? Entschuldigung. Los, Kommandant.
Ja, da hoch, ja. Nein, ihr dürft nicht passieren. Zu spät. Jetzt springt der. Und welche Wache hat mich eigentlich gesehen? Egal. So, hoch bitte. Danke. Einmal synchronisieren. Die Bürger sind da recht nah beieinander, oder diesmal ist es relativ angenehm, man muss sich hart durch die Gegend rennen. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Ich höre dich doch. Wo seid ihr denn? Ach, da seid ihr. Still, du Dieb! Bettler, versucht es! Hier wirst du sterben! Aua! Und dort kann er nicht besiegen! Und dort... Schick, der mich in der Wille oder noch? Ich hab nur so jemanden, ich hab jetzt ein paar getötet. Du wirst nicht über Brücken, nein, du wirst gleich nicht mehr. Okay, Sonne rechnen. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Wer hat diese Person umgebracht? So, der nächste Turm müsst ihr auch gleich in der Nähe sein. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir die von der anderen Grenze nicht triggern. Da? Echt? Scheiße. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Ich strecke dich nieder. Der Schund. Jetzt haben wir wieder welche, die so laut sterben. Okay, da kann ich noch, oder? Nee. Da kann ich auch, okay. Das haben sie aber eng gebaut. Ist der versteinert? Shizuka, du bist doch Expertin. Was soll das hier sein? Moosbewuchs auf dem Holzbalken oder eine Versteinerung oder was könnte das sein beim Holz? Zehn von elf. Wir haben es gleich. Nicht doch. Okay, also jetzt nichts, wo du sagen würdest, das ist jetzt aber eindeutig
Wenn Holz dem Wind zu 90 Grad ausgesetzt, bei gleichzeitigem Regenbefall von Sonnenschein aus Westen, bei Mond von Osten, im Sommer bei Luftfeuchtigkeit von 30% und Temperatur in der Sahara von minus 50 mutiert Holz zu Stein. Oder so. Fürchtet euch nicht. Einfach verfallen. Zweifel sind die Waffen und... Ach, da haben wir es ja fast. Unsere Feinde! Hört nicht Warum auf würde ihre jemand Lügen! So etwas tun? Vergiftete Worte, die nur die Saat der Verwirrung säen! Nein, verschwinde! Geh weg! So ein Narr! Und so straft er uns! Sind die Sprecher synchronisiert, dass die überall das Gleiche sagen? Oh. Gleiche sagen? Wir müssen nur darum bitten. Und so sage ich euch, bereut! Legt euch vor ihm nieder und gesteht eure Sünden. Er wird euch vergeben, denn er ist ein gnädiger Gott. Um Vergebung bitten müssen wir. Und da noch ein so. Ja. Dachtlos, es gibt da irgendwie vielleicht was. Damit hätten wir alle Aussichtspunkte im Abendviertel zumindest mal. Das heißt, wir können jetzt hier noch den Bürger mitnehmen. Oh, da sind auch Bürger. Nehmen wir den Bürger mit. Ja. Oh, das ist ein mutiger Trollsprung. Wenn du da mit dem kleinen Zeh an der Kante hängen bleibst, knapp mit dem Kopf vorbei. Seid standhaft! Gebt nicht auf! Ohne unsere Hilfe! Können Richard und seine Mannen das Heilige... Die sehen ja sonst immer alles, aber wenn du das so durch die Gegend fliegst, das sehen sie nicht. Ah. Um sie zu unterstützen. Was mich wundert... Bestellt euren Acker. Helft den Verwundeten. Was mich wundert, ist, dass hier noch keine... Oh, waren, Templer irgendwo wie über den Weg gelaufen sind. Fahne. Ich denke mir nichts, ich möchte die Fahne. Warum macht er das Spiel nicht, was er damit erreichen will? Die Fahne. Warum ist klar? Warum macht er das nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Genau. Meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Die sind wirklich
wirklich düstere Tage. So, dann können wir jetzt mal zu... So dürfen wir natürlich das Büro nicht betreten. Büro des Verbindungsmannes. Mamma mia. Ah, Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet, also bin ich hier. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Er ist der Großmeister der Hospitaliter. Und sein Quartier befindet sich in ihrem Viertel. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Erkundet die Stadt und seht, was ihr erfahren könnt. Sagt mir, wo sie sich versammeln und ich sehe, was ich finden kann. Die städtischen Gärten im Norden wären so gut wie jeder andere Ort, um eure Suche zu beginnen. Im Nordwesten liegt ein verlassener Marktplatz. Und die Kirche der Heiligen Maria von Josaphat ist ein beliebter Versammlungsort. An diesen drei Orten solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Ich weiß diese Informationen zu schätzen, Rafik. Ich werde sie weise nutzen. Ja, tut das. Okay. Dann gehen wir hier so wieder im Kreis. Dann kriegen wir auch alle ab. Da muss man lang. Hätte ich auch festhalten können. Entschuldigung. Flüchtet er vor jemandem? Nein, tue ich nicht. Noch nicht. Tut doch jemand etwas? Du dreckiger Diana Ferris! Dafür halte ich dir die Hände an! Versucht es! Heide! Du heißt Recke dich jetzt, wirst du sterben! Oh, wo kommen die jetzt her? Wie viele sind denn das? Könnt ihr mich anschauen? Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Oh nein, wie schrecklich. Was denn, du bist jetzt glücklich, dass ich es gemacht habe, oder ist es schrecklich? Hey. Kann sich nie entscheiden, die Dame. Halt. Ihr habt die Richtung bestimmt. Ein Fähnchen. Ein Versprechen, das er nicht brechen wird. Krank und hungrig. Niemand ist so begnadet wie der gute Chirurg, der die Hospitaliter anführt. Garnier von Nablus ist unerreicht. Ich habe nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Verschwinde. Solltet ihr nicht noch einmal. Entschuldigung. Garnier hört eure Rufe, eure Beschwerden. Ihr sagt, er wendet euren Leiden den Rücken zu. Aber das ist ungerecht. Und
Er ist trotz seiner Gabe nur ein Mensch und kann nicht alle retten. Schon bald, meine Freunde, schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern. Habt Geduld, Doktor? Wartet in Demut. So viele brauchen seine Hilfe. Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber gut Ding braucht Weile. Wir folgen ihm einfach mal. Den sollen wir ja befragen. Das heißt, irgendwo wird er abbiegen, wo niemand ist, und dann können wir ihn schlagen. Geh weg, Trollfrau. Zum Glück haben die einen festen Punkt, wo sie noch mal stehen bleiben und nicht den noch hinterher rennen. Gehst du auch mal in eine Ecke, wo niemand ist, oder? Geh doch jetzt wieder zurück. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Ich wünsche nicht, gestört zu werden. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Das war nicht weiß. Gnade, Gnade, tötet mich nicht. Ich tue, was ihr verlangt. Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert, um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht, was er wirklich tut. Fahrt fort. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler. Nur ein kranker, grausamer Mann. Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum. Geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja. Dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. Okay. Das war also der nächste, der erledigt ist. Wir müssen in die Richtung. Herausforderung Attentat. Herausforderung Attentat. Okay. Wo ist der Heide, der dafür verantwortlich ist? Gnädiger Gott, hörst du schon? Keine allzu schwere Aufgabe. Jetzt wird sie selbst. Töte mich nicht! Haben die noch Panik? Ich bin doch schon mittlerweile friedlich wieder. Und, Meine Familie ist sterbend krank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Merkwürdig. Nein, ihr versteht das nicht. Das haben sie jetzt wohl easy. Oh.
So, wo bist du jetzt? Wo stehst du? Ach, das warst du. Okay. Und wen soll ich jetzt denn Attentat herausfordern? Altair! Er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Winston, ich bin hier in Akkon, seit die Kreuzritter die Belagerung begannen. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Okay, und da drüben. Okay, ich seh's. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Bist du das? Ja. Bin die Rache Gottes! Bin die Rache Gottes! Ja. Die brauchen drei Schläge oder vier oder sowas. Okay. Das war dann doch etwas einfacher, als ich befürchtet hatte. Ja, ich habe ihn doch getötet. Die Straßen von Akkon sind noch gefährlich für mich. Kommt wieder zu mir, wenn ihr fertig seid. Hä? War das doch nicht der? Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Es war doch nicht der. Es war sozusagen Zufall, dass ich den erwischt habe. Leiter. Leiter. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Wer kann sowas getan haben? Wer hat diese Person umgebracht? Okay, das war jetzt noch einfacher. Trotz der Bettlerin, die darum genervt hat. Es ist getan. Er ist tot. Oh, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitaliter, weiß. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Ja, wobei, die Hälfte hatte ich ja schon erraten, weil ich war ja da mit denen schon drin im Prinzip. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch. Entschuldigung. Tut das nicht noch einmal, verstanden? Belauschen, okay. Das sollte ja recht schnell gehen. Der schreit, als hätte ich ihn gerade aufgespießt. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Nein, weg mit dir. Ein Fähnchen. Habt ihr von Alain gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Einige der Wachen vom Dach der Festung sind nicht auf ihren Posten, okay? Die anderen habe ich auch schon getötet. Da dürften eigentlich gar keine Wachen, okay? Wachablösung vielleicht, aber
So, einmal quer durch die Stadt. Vielleicht wird er von jemandem gejagt. Wovor flüchtet er nur? Er kann nicht bei Verstand sein. Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Ihr braucht mich. Entschuldigung. Warum ist er so in Eile? Weil ich schnell auf die andere Seite der Stadt will. Ich will, dass du da runter gehst. Geht doch einfach da runter. Jetzt komm, fallen lassen. Danke. Natürlich. Natürlich gehen wir erstmal wieder die Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Erfassen Sie den Informanten als Ziel. Oh, ist das nicht Altair? Erinnert ihr euch? Ich lernte mein Handwerk zur gleichen Zeit wie ihr. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Welche Freude! Ich habe Flaggen in diesem Gebiet versteckt. Findet sie und bringt sie zu mir. Seid schnell. Schade, dass der Alte mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. Okay. Was zum Teufel macht er da? Das hat jetzt gerade Zeit gekostet, die nicht nötig war. Warum tut er das? Himmel, was tut er dir? Halt! Okay, da sind wir vorhin schon lang gesprungen. Das. Warum? Mach hinne. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Nein, kein Geld. Nein, habe ich nicht. Meine Familie ist sterbenskrank. Zurück? Ich bin beeindruckt. Ich werde meine Meinung über euch nicht ändern. Aber da Al-Mualim befiehlt, sage ich euch, was ich über euer nächstes Ziel weiß. Garnier versteckt sich in der Festung der Hospitaliter. In diese Festung einzudringen erfordert Gerissenheit. Das ist alles, was ich habe. Also. Gut. Bogenschützen ausschalten. Okay, das sollte man hinkriegen. Da können wir im Prinzip hier denselben Weg, den wir gerade gegangen sind, nehmen. Er sollte aufhören, sich vor die Schnauze zu setzen. Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ach, da unten. Autsch. Gut, dass ihr gekommen seid. Ich brauche eure Hilfe. Zu viele Bogenschützen, das erschwert mir meine Arbeit. Tötet sie. Sie alle. Und ich kann euch vielleicht bei eurem Kampf gegen diesen verrückten Doktor helfen. Aber vergesst nicht, dass ihr dabei nicht gesehen werden dürft. Sollte man euch entdecken und den Alarm auslösen, so müsst ihr wieder von vorne anfangen. Bis das ganze Land wieder das unsere ist. So, wie es vorherbestimmt ist. Seid stark! Seid stark! Das war Nummer 1. Gebt nicht auf! Ohne unsere Hilfe können
Richard und seinem Mann und das heilige Land nicht befreien. Wir müssen alles tun, um... Zum Glück bewegen die sich nicht. Komm, dreh dich wieder um. Und die anderen habe ich wohl schon. Okay, das war jetzt dann doch auch einfacher als ich befürchtet. Ob er wohl einen Grund für seine Taten befürchtet hatte. Gut gemacht, Altair. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nehmt dies. Es ist ein Auftrag für Reparaturen in Garniers Hospital. Vielleicht nützt es euch. Okay, jetzt hätte ich wohl zwei Möglichkeiten, da reinzukommen. Aber jetzt muss ich mal gucken, ist das ein Templer, der da steht? Nee, ist ein normaler. Ach, doch, vorne. Das war gerade Zufall. Nur, dass er sie nicht zu schützen vermag. Hä? Niemand kann der Macht von König Richards Heerscharen widerstehen. Er wurde von Gott entsandt. Es ist nur eine Frage der Zeit, Freunde, bis das ganze Land... Und noch eine Fahne, die einfach so rum. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Haltet ein, bitte. Ihr tut mir weh. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Will mir denn niemand helfen? Haltet ein, bitte. Ihr tut mir weh. Dafür wirst du bezahlen. Na, sag niemals eine Schlacht, die du nicht gewinnen kannst. Ja, warum bist du noch da? Ich würde deine Schuld unbekannt. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine schaffen könnte. Ja, trotzdem, ach, lass mich gehen. Handelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Meine Güte, was ist hier passiert? Okay, damit hätten wir die erledigt. Was ist das? Wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Wir müssen weiter. Haben wir bloß noch die hier? Taschendiebstahl. Auch Taschendiebstahl. Ich sehe jetzt schon, dass es salzig wird. Ach, dich kennen wir doch. Hallo. Da lang. Oh, fahren. 17, also schon zu. Hä? Die Hälfte. Was tut dieser Mann denn? Das ist doch wieder so eine Verhör-Dingsbums-Mission, oder? Ganz sicher. Schaut nur her, seht, ob ich recht habe. Wow. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Oh, geh doch einfach da lang. Danke. Hä? Bin gerade etwas verwirrt. Seid ihr blind? Mein Gott. Macht Platz!
meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr einfach Münzen entbehren? Wie soll ich denn das Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Ich brauche es. Das heißt, es muss da oben im Eingang liegen. Ah, hier. Oh, Fähnchen. 18. Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lass mich nicht von dir bestehlen. Bist du gerissen. Viel Vergnügen damit. Ach, Mano. Hallo? Hallo, könntest du bitte... Natürlich ist hier wieder einer. Ich komme näher! Lass sie nicht entkommen! Wirklich? Du Heide! Jetzt wirst du sterben! Was? Ich hoffe, der geht mir auch nicht mehr auf den Senkel, diese Sau. So, wo muss ich lang? Nicht da runterfallen. Was tut er? Ich suche den Weg zurück. Warten. Geht doch. Brief der Verbindung zwischen Granet und zwei weiteren Männern belegt. Okay. Und wie komme ich jetzt hier raus ohne Trouble? Ah, die Wachen sind noch weg. Die mich davor nicht reinlassen wollten. Wunderbar. Ich hab schon alles? Okay. Das heißt, ich kann zurück zum... um mir die Genehmigung holen. Ja, der Grund ist, dass ich nur übers Dach bei dem reinkommen hab. Kann mir jemand sagen, warum er das tut? Wahrscheinlich nicht.
Warum? Altair, wie läuft eure Suche nach Garnier? Ich weiß jetzt, wann und wo ich zuschlage. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital. Obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Entfernt diesen Schandfleck aus Akkon, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Jetzt muss ich den Bus auch zur richtigen Zeit erwischen, Rat. Garnier vergisst die Welt um sich herum, wenn er seine Patienten behandelt. Das ist der richtige Zeitpunkt. Gut. Da lang. Ab jetzt kann es ja bloß noch schief gehen. Warum springst du schon? Er muss den mit seinem Grund für diesen Unfug. Er scheint in Eile zu sein. Ach, wer hätte gedacht? Eine Fahne. Richard und seine Mannen das heilige Land nicht befreien. Warum geht er nicht wie die anderen? Ich brauche es. Ich brauche es. Auf der Stelle erschlagen. Kind, es ist nicht weise, zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Boah. Kann ich jetzt deswegen mit? Das sind also Verrückte. Na toll. Dankeschön. Nein, Hilfe! Helft mir! Helft mir, bitte! Ihr müsst mir helfen! Okay. Das genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na. Alles wird wieder gut. Nein. Gebt mir eure Hand. Rührt mich nicht an. Nie wieder. Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Ah. Das sieht eher aus wie ein Metzger. Reißt euch zusammen. Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb.
Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Au, nein, au, au, au. Es tut mir so leid. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Ach nee, nicht doch. Oh. Bewegung. Verstehe nicht. Warum habt ihr mir geholfen? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn gerade nicht. Ich sehe ihn nicht. So wie immer, seit ich hier bin. Hä? Alleine, dass wir jetzt miteinander reden und zart, dass wir Fortschritte machen. Oder habt ihr vergessen, wie es euch vorher ging? Ich kann mich nicht erinnern. Alles verschwommen. Ach, ihr werdet euch erinnern. Ihr werdet euch erinnern. Wo ist er hin? Wo ist er? Da! Boah, ich hab den nicht gesehen. Ich hab den... So wollte ich eigentlich nicht rauskommen. Euch will ich gewinnen. Autsch! Ein Schlag, dann konnte er aufpassen. Also. Jetzt schubt er mich auch noch in die Sau. Befreit euch von eurer Last. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war. Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen, wie du wünschst? Ach, aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte.
Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es gibt Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Der Metzger ist tot. Assassine! Lass die nicht entkommen! Okay, wie kommen wir jetzt hier raus? Weg. Weg, weg. Assassine! Komm, der Sprung muss. Ja, der Grund sind die Alarmketten, die du brauchst. Bevor er runtergefallen ist. Komm. Ich bin ein bisschen falsch gelaufen. Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein. Ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Und jetzt? Ja? Speichern. Gut. Mal
war die richtige Entscheidung. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat. Ich hab noch keine Messer. Bringt Ihr neuer Kunde, Altair? Garnier von Nablus ist tot. Ausgezeichnet. Wir hätten uns keinen besseren Abschluss wünschen können. Und doch. Was ist? Der Doktor beharrte darauf, dass seine Arbeit gut war. Und rückblickend muss ich zugeben, dass seine vermeintlichen Opfer ihm sehr dankbar waren. Nicht alle, aber genügend, um Bedenken zu wecken. Wie vermochte er, Feinde in Freunde zu verwandeln? Ein guter Führer findet einen Weg, dass andere ihm Folge leisten. Das macht sie zu Führern. Wenn Worte nicht helfen, greifen sie zum Gold. Wenn das nicht hilft, greifen sie auf gemeinere Mittel zurück. Bestechung, Drohungen und solcherlei Kniffe. Es gibt Pflanzen, Altair, Kräuter aus fernen Landen, die einem Mann die Sinne vernebeln. Der Genuss bringt solche Freude, dass mancher sich dadurch versklaven lässt. Dann glaubt ihr, diese Männer standen unter Drogen? Rauschgift? Ja, wenn es wirklich so war, wie ihr sagtet. Kräuter scheint mir eine merkwürdige Art der Kontrolle. Unsere Gegner haben mich desselben beschuldigt. Das Versprechen des Paradieses. Sie glauben, es sei ein Garten, gefüllt mit Frauen und Freuden. Ich würde euch berauschen, so wie Garnier, und euch mit diesen Genüssen versuchen. Dann kennen sie die Wahrheit nicht. Und so soll es auch sein. Aber wenn sie die Wahrheit wüssten, dass wir nur den Frieden suchen. Dann würden sie uns nicht fürchten und wir hätten keinen Einfluss auf sie. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist. Yippie! Rang 3, neue Waffe halten, Wurfmessung, neue Fähigkeit und dann Trempeln, Taste 1 und Umschalt drücken und halten. Sie können im Hof trainieren. Sie können. Perfekt. Ich würde jetzt aber sagen, auch wenn Shizuka dann eventuell etwas böse wird, aber ich werde langsam hundemüde. Ich bin seit heute Morgen um 5 Uhr wach. Ich mache Feierabend für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Hosten, fürs Followen, fürs Mitfiebern und sonstige Dinge tun. Ich weiß auch, wo ich euch heute hinhoste. Zum lieben Pfeifchen, die spielt Golf with your Friends. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Mitspielen. Dieses Spiel nächste Woche Freitag wieder am Wochenende. Lang genug gestreamt. Danke. Natürlich nur für dich. Morgen habe ich ein Handballspiel. Und wir müssen noch am Minecraft-Server gucken. Und deswegen kann ich noch nicht sagen, ob morgen oder am Sonntag einen Stream geben wird. Hängt ein bisschen von Kombi, bla 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 ab. Nächsten Stream spätestens gibt es am Montag, wenn ich wieder der PC abkackt. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Morgen einen schönen Samstag, falls wir uns nicht sehen, falls wir uns sehen. Gehabt euch wohl, bis dann, schöne Träume. Und lasst ein Grüßchen bei der lieben Pfeife. Tschüss.